Hier im Dortmunder Goldsaal wurde 1963 die Gründung der Bundesliga beschlossen. Am Samstag feiert die Liga ihr 50. Jubiläum. Einer wird dieses Jubiläum aber nicht mehr erleben. Im vergangenen Jahr hat Timo Konietzka in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch genommen, um sein Leben zu beenden. Der neunmalige Nationalspieler war unheilbar an Gallenkrebs erkrankt. 72 Tore erzielte Konietzka in der Bundesliga für Borussia Dortmund und 1860 München. Bekannt wurde er insbesondere für eines. In den ersten 10, 15 Jahren hat man kaum drüber gesprochen. Nachher hat man gesagt, ja, wer hat das erste Bundesliga-Tor geschossen? Ja, dann kam ich langsam im Gespräch, aber vorher gar nichts von gemerkt. Und ich wurde immer vorgestellt, das ist der, der das erste Bundesliga-Tor geschossen hat. Ich habe viel schönere geschossen, die viel spannender waren und nicht da nur reinschieben und du führst 1-0. Dennoch bleibt das erste Tor in der Liga-Geschichte unvergessen. Vor allem, weil es davon keine bewegten Bilder gibt. Konietzkas Tor in der ersten Spielminute fiel für alle Beteiligten buchstäblich zu schnell. Wir haben dann Anstoß gehabt, rechts Aki Schmidt, ich links, in der Mitte Franz Brunks. Wir haben uns den Ball zugespielt, Emma gespielt, Emma ging nach unten, war ein unglaublicher Linksaußen. Ich bin mitgelaufen, rangeschlichen, der Max Lorenz stand noch neben mir. Und dann habe ich ihn reingemacht und dann hat der, kam zu spät, hat mir noch einen da in Achillesferse reingehauen. Aber den Schmerz habe ich gar nicht gemerkt. Das war das erste Bundesliga-Tor. Timo Konietzka, durch das erste Tor der Bundesliga-Geschichte hat er sich selbst unsterblich gemacht.